Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Olaf Müller-Michaels. Ich bin Professor für Wirtschaftsrecht an der FOM-Hochschule in Düsseldorf und setze heute meine Serie zum richtigen Zitieren in der Rechtswissenschaft fort. Nachdem wir uns im ersten Teil mit der Frage beschäftigt haben, wie man Gesetze richtig zitiert, möchte ich heute erläutern, wie man die Rechtsprechung, also Gerichtsurteile, zitiert. Und ich habe dazu wieder eine Mindmap erstellt, die Sie hinten sehen können und die ich Ihnen zum Herunterladen zur Verfügung stelle. Was man daraus als erstes erkennt, ist, dass die Rechtsprechung in den Fußnoten zu zitieren ist. Wir haben ja gesehen, die Gesetze sind im Text zu zitieren, Rechtsprechung aber in den Fußnoten. Die weitere Frage ist, muss ich denn die Rechtsprechung in das Literaturverzeichnis aufnehmen? Und die Antwort ist nein, denn die Rechtsprechung ist keine Literatur. Deswegen muss ich sie dort auch nicht aufnehmen. In der Betriebswirtschaftslehre, im Leitfaden der FOM für die BWL, gibt es die Anforderung, dass man ein Rechtsprechungsverzeichnis erstellt. Das mag für die BWL dann verbindlich sein, aber im Wirtschaftsrecht oder auch wenn Sie im Staatsexamenstudium sind, dann müssen Sie in Hausarbeiten, Seminararbeiten, Abschlussarbeiten kein Rechtsprechungsverzeichnis erstellen. Das ist in der Juristerei nicht üblich. Also Rechtsprechung in die Fußnoten, nicht ins Literaturverzeichnis. Wie zitiere ich jetzt die Rechtsprechung in den Fußnoten? Vielleicht da vorab erstmal eine Bemerkung. Das hat sich in den letzten Jahren stark verändert, wie man die Rechtsprechung zitiert. Ich habe lange überlegt, wie ich das darstelle. Ich werde auch gleich noch kurz was dazu sagen, wenn wir dabei sind. Aber früher hat man eben wesentlich in Rechtsprechung aus Zeitschriften oder der amtlichen Sammlung zitiert. Ich habe das jetzt aber mal an die zweite Stelle gestellt, weil die moderne Art und Weise, Gerichtsurteile zu zitieren, eigentlich immer über das Internet läuft. Was für Sie jetzt sehr bequem ist, weil man normalerweise keine juristischen speziellen Datenbanken braucht, um die Rechtsprechung zu zitieren. Sondern die Rechtsprechung ist kostenlos im Internet verfügbar über verschiedene Kanäle, die wir gleich noch besprechen. Also da vielleicht ist, aus meiner Sicht, ist es absolut richtig und zulässig, dass man die Rechtsprechung heute modern zitiert. Und ich komme gleich dazu, was das ist, also nicht über eine Zeitschrift. Sie können natürlich auch weiter klassisch über Zeitschriften zitieren, aber für mich ist das jetzt nicht mehr erforderlich. Müssen Sie allerdings, je nachdem, an welcher Uni oder Hochschule Sie studieren, auch immer mit Ihren Lehrenden dann absprechen, wie die das sehen. Aber ich denke, der Trend geht eindeutig dahin, dass man die Gerichtsurteile einheitlich so zitiert, wie ich Ihnen das jetzt darstelle. Gut, gucken wir uns das jetzt mal an. Ich habe erstmal allgemein aufgeschrieben als Leitlinie, wie man Gerichtsurteile modern zitiert, indem man nämlich zunächst das Gericht nennt, zum Beispiel BGH, Bundesverfassungsgericht, EuGH, dann die Spruchform, sprich ist es ein Urteil oder ein Beschluss, dann V-Punkt, dann das Datum, dann das Aktenzeichen und danach kann man dann, das hängt dann ein bisschen davon ab, kann man die Fundstelle zitieren, ob es so eine Fundstelle gibt. Gerade bei EuGH-Urteilen, werden wir gleich noch kommen, ist da der ECLI-Code zu zitieren. Und danach dann die Randnummer der Stelle in dem Urteil, auf die man Bezug nimmt. Also den fremden Gedanken übernimmt man ja aus einer bestimmten Randnummer und die muss man mitzitieren. Bitte vergessen Sie das nicht. Zitieren Sie nur in Ausnahmefällen ganze Gerichtsurteile, denn meist beziehen Sie sich ja nicht auf das gesamte Urteil bei dem, was Sie übernehmen, sondern auf einen bestimmten Gedankengang oder einen bestimmten Leitsatz. Da müssen Sie den auch bitte genau zitieren. Das ist ein ganz häufiger Fehler in Hausarbeiten, den ich sehe, dass Gerichtsurteile zu ungenau zitiert werden. Und dann kann man hinter der Randnummer noch einen Gedankenstrich machen und häufig haben Gerichtsurteile immer auch ein Schlagwort, mit dem sie verbunden sind. Zum Beispiel Holzmüller-Urteil des BGH oder wir werden das gleich sehen, wenn ich Ihnen die Beispiele zeige. Also das ist vielleicht als Leitlinie sehr hilfreich, dass Sie sich das immer wieder vor Augen führen. Wenn man so Gerichtsurteile zitiert, kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Übers Internet habe ich Ihnen jetzt eine Reihe an Beispielen erstmal aufgeführt. Aber bevor wir uns den Beispielen zuwenden, möchte ich zunächst mal ein paar Quellen nennen, wo Sie zuverlässig Gerichtsurteile im Internet herbekommen. Und das Einfachste ist natürlich, Sie gehen auf die Webseite der Gerichte. Da kriegen Sie ganz sicher den authentischen Text. Ich habe das hier, wir sehen das gleich an den Beispielen, werde ich Ihnen das noch zeigen. Da habe ich die Seiten der Gerichte dann aufgerufen. Wenn Sie Juriszugang haben, ist das natürlich sehr bequem. Dann können Sie auch über Juris die Gerichtsurteile alle abrufen. Genauso, wenn Sie Back-Online-Zugang haben. Aber das ist nicht zwingend erforderlich. Es gibt auch eine sehr schöne Seite, wie Gesetze im Internet, nämlich Rechtsprechung im Internet.
kann man auch unter dem entsprechenden Link aufrufen. Das ist auch Juris, aber es ist eben kostenlos über das Justizministerium. Fast, also ab 2010 alle Gerichtsurteile der obersten Gerichtshöfe des Bundes und des Bundespatentgerichts. Dann gibt es eine weitere Quelle, die mir sehr gut gefällt, und das ist OpenJur, ein relativ neues Angebot seit ein paar Jahren. Ja, neu, wie auch immer, aber auf jeden Fall sehr schön, sehr, sehr schön aufbereitet. Auch Non-Profit, also auch wert, dass das man es unterstützt. Ich kann das nur empfehlen. OpenJur ist also eine Möglichkeit, wo man Gerichtsurteile zuverlässig herbekommen kann. Es gibt auch noch viele andere, die ich hier jetzt nicht alle aufführen möchte. Einen Hinweis habe ich allerdings noch. Es gibt einen, die ich auch selbst benutze, nämlich dejure.org. Das ist eine Meta-Maschine, bei der Sie Gerichtsurteile jetzt nicht im Volltext finden, sondern wenn Sie dann jetzt irgendwo draufklicken, zum Beispiel auf dieses Urteil, dann sehen Sie dann immer, wo überall Volltextveröffentlichungen sind. Dann sehen Sie, welche Kurzfassungen es gibt, welche Besprechungen es gibt und wie der Verfahrensgang ist. Und wenn es eine Papierfundstelle gibt, wird die auch angegeben. Also Sie können hier sehr gut erkennen, können hier weiterführende Hinweise zu dem Urteil sehen. Sie sehen dann das Aktenzeichen. Für die Jure gibt es auch sogar ein Chrome-Plugin, mit dem Sie dann auch relativ schnell suchen können, das ich hier auch habe, zum Beispiel das Weiße Ross-Urteil, das vom BGH. Wenn man hier jetzt irgendwas eingibt, zeigt er einem auch sofort WLAN zum Beispiel, dann Störerhaftung. Hier ist erstmal das Gesetz. De Jure enthält auch Gesetze. Also das ist ein ganz nettes Gimmick hier von Chrome, das Plugin. Das sind also die Quellen, über die man Gerichtsurteile abrufen kann. Und jetzt habe ich Ihnen ein paar Beispiele aufgeschrieben, wie man die Gerichtsurteile der einzelnen Gerichte zitieren kann. Und als das erste habe ich mal den EuGH genommen. Also da ist das Gericht, EuGH, dann Spruchform, Urteil, das kürzt man ab, URT Punkt. Sie können auch Urteil ausschreiben, aber es hat sich eingebürgert, das URT Punkt abzukürzen. Dann V Punkt, bitte auch wieder nicht ausschreiben, sondern V Punkt. Dann das Datum. Und zwar müssen Sie da keine Nullen setzen, sondern Sie schreiben einfach 14.05.2019. Dann Komma, dann das Aktenzeichen. Und dann den ECLI, European Common Legal Identifier. Das ist ein Code, der europaweit für Rechtsprechung vergeben wird. Also das Ziel ist, dass man alle Gerichtsurteile von EU-Gerichten, also auch zum Beispiel nicht nur von EU-Gerichten, sondern auch von Gerichten in den Mitgliedstaaten, also auch BGH-Urteile, haben so einen Identifier. Aber da ist das noch nicht so üblich. Aber bei EuGH-Urteilen sollte man jetzt wirklich diesen Identifier benutzen. Das finden Sie auch bei jedem Urteil dokumentiert. Also das ist praktisch dann die Fundstelle. Und dann Komma Randnummer, nehmen Sie Ihre zitierte Randnummer, also die Stelle, von der Sie den Gedanken übernehmen. Und dann das Schlagwort CCOO, das ist das berühmte neue Urteil jetzt zur Zeiterfassung, zur Pflicht zur Zeiterfassung. Ich habe das jetzt hier, wenn Sie einfach nur bei Google das hier eingeben, EU Doppelpunkt C 2019 Doppelpunkt 402, dann finden Sie das sehr zuverlässig. Kommen Sie direkt auf die Webseite des Europäischen Gerichtshofs und können das Urteil dann hier direkt im Volltext auch sehen und abrufen. Also sehr, sehr bequem, EuGH-Urteile über diese Art und Weise zu zitieren. Aber wie gesagt, wichtig ist, dass Sie eben auch die Randnummern zitieren, die Sie hier am Rand sehen. Das heißt, in Ihrer Hausarbeit bitte immer präzise zitieren. Wer da noch Fragen zu hat, ich habe ein Video zum wissenschaftlichen Arbeiten gemacht, gucken Sie sich das bitte nochmal an. Führt zu sehr starken Abwertungen, wenn Sie nicht präzise genug zitieren. Denn der Sinn des Zitierens ist ja, dass Ihr Leser die Stelle finden kann, auf die Sie Bezug nehmen. Und das Gerichtsurteil ist lang. Und wenn Sie einfach nur das Urteil zitieren, findet man nicht genau, wo der Gedankengang ist, den Sie übernommen haben. Dann habe ich Bundesverfassungsgericht mal genommen. Das wird zitiert normalerweise im Bundesverfassungsgericht. Dann Komma Urt, V und dann das Datum. Dann Komma das Aktenzeichen. Und dann die Randnummer. Da habe ich jetzt keine Fundstelle, weil das eine reine weil man das eben über die Webseite des Bundesverfassungsgerichts kriegen kann. Also dann die Randnummer und dann die Kurzbezeichnung, das Schlagwort für den Urteil. Zum Beispiel, das ist das berühmte Hartz-IV-2-Urteil oder das wird auch als Sanktion im Sozialrecht bezeichnet. Also das Urteil, mit dem das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, ob eine Kürzung von Hartz-IV unter das Existenzminimum zulässig ist. Das hier ist, wenn Sie es bei Google eingeben, hier das Aktenzeichen, dann finden Sie auch sofort das Urteil,
über die Webseite des Bundesverfassungsgerichts. Inzwischen auch sehr schön. Hier steht auch der European Common Legal Identifier, ECLI. Also Sie können, das ist allerdings eben noch nicht üblich. Können Sie ja auch gerne machen, wenn Sie ganz modern sein wollen, aber aus meiner Sicht bei deutschen Urteilen noch nicht üblich. Kann sich vielleicht in ein paar Jahren ändern. Ja, wir können das jetzt weitermachen. BGH, die Seite des Bundesgerichtshofs ist immer noch so ein bisschen altmodisch. Da sehen Sie dann hier so PDFs, die dann da eingescannt werden. Okay, kann man auch machen. Man findet diese Urteile aber auch natürlich bei OpenJur und bei anderen Quellen. Ich wollte vielleicht noch einmal zeigen hier, wie man Beschluss abkürzt, denn ich habe jetzt einen berühmten Beschluss zum Squeeze-Out-Beschluss. Das wird eben BESCHL. Und dann das Datum. Ja, also wie gesagt, das ist die moderne Art und Weise, wie man Gerichtsurteile zitiert. Und für die Studierenden, die bei mir Prüfungen schreiben, ist das absolut in Ordnung so. Und ich vermute mal, dass sich das auch immer weiter durchsetzt. Aber für die, die nicht bei mir studieren, das ist immer noch eine Sache, die man mit den Lehrenden und Prüfern abklären sollte. Aber meiner Ansicht nach ist das auf jeden Fall, kann das so kein schwerer Fehler sein, wenn man so zitiert, weil man den Sinn und Zweck der Zitation so erfüllt. Und diese Art und Weise des Zitierens wird sich auch immer weiter durchsetzen, da bin ich sehr sicher. Früher, als ich studiert habe, da gab es ja Internetquellen nicht, da hat man zitiert über die amtliche Sammlung. Da hieß es immer, wenn ein Urteil in der amtlichen Sammlung ist, dann musst du das über die amtliche Sammlung zitieren. Wie gesagt, ich finde das zwar schön und das ist auch irgendwie sympathisch, aber auf der anderen Seite, die amtliche Sammlung lässt sich noch nicht mal bei Back Online finden und ist auch bei Juris nur ein Zusatzangebot. Also es gibt ja zum Beispiel vom Bundesverfassungsgericht die berühmte BFERF-GE-Entscheidungssammlung. Genauso gibt es vom BGH die BGHZ, aber die finden Sie online unheimlich schwierig. Selbst wenn Sie Juriszugriff haben, muss das zusätzlich gebucht sein und an manchen Unis ist es drin, an manchen nicht. Also es ist total unpraktisch und nur deswegen nochmal in die Bibliothek zu gehen, um dann aus der amtlichen Sammlung zu zitieren, das ist, glaube ich, die Zeit nicht wert. Aber wie auch immer, es gibt vielleicht immer noch ein paar Prüfer draußen, die wahnsinnig Wert darauf legen. Deswegen fragen Sie das nochmal nach, ob das unbedingt erforderlich ist, dass Sie aus der amtlichen Sammlung zitieren. Aber die Systematik, sehen Sie, ist genau die gleiche. Man hat wieder das Gericht, dann die Spruchform, Datum, Aktenzeichen und dann hat man eben die Fundstelle hier in der amtlichen Sammlung oder in Zeitschriften. Die NJW ist ja eine Zeitschrift und früher hat man Gerichtsurteile eben dann ohne Beschluss oder Urteil und Datum und Aktenzeichen einfach nur BGH NJW 2012 14 31. Und dann hat man auch die zitierte Seite oder Randnummer genommen. Das ist die ganz klassische Zitierweise von Gerichtsurteilen, wie ich sie praktiziert habe früher, aber das ist eben schon eine Weile her. Und heute schreibt man inzwischen auch Urteil und Aktenzeichen mit dazu. Also man hat immer diese einheitliche Zitierweise, die ich hier oben Ihnen dargestellt habe. Wenn Sie sich daran halten, können Sie eigentlich keinen schweren Fehler machen. Dann gibt es auch noch BackRS. Also wenn man Back-Online-Zugriff hat, kann man auch über BackRS, das ist praktisch eine Online-Zeitschrift bei eine Rechtsprechungszeitschrift bei Back Online, kann man auch über Back RS zitieren. Das sehen Sie häufig in Publikationen des Back Verlags, der natürlich Wert darauf legt, dass die Gerichtsurteile dann über seine eigenen Publikationen zitiert und abgerufen werden. Also das ist auch eine relativ übliche Art und Weise, wie man Gerichtsurteile zitiert. Nochmal festhalten, nicht im Literaturverzeichnis aufnehmen, denn Rechtsprechung ist keine Literatur. Okay, wenn wir nochmal kurz zusammenfassen, die Hauptsache ist Rechtsprechung in die Fußnoten, nicht ins Literaturverzeichnis und bitte so zitieren, wie das hier oben steht. Ob die amtliche Sammlung zitiert werden muss, wenn das Urteil da drin veröffentlicht wird, das ist meines Erachtens nicht mehr erforderlich, aber wie gesagt, das hängt vom Einzelfall vom Prüfer ab. Von mir aus können Sie gerne Gerichtsurteile aus den Internetquellen zitieren, wenn diese denn zuverlässig sind. Ein paar zuverlässige habe ich hier aufgeführt. Das war's für heute und beim nächsten Mal beschäftigen wir uns dann mit der spannenden Frage, wie man denn Literatur zitiert.